Guten Tag, liebe Lernende. Unser heutiges Thema lautet Wortstellung im Deutschen. Syntax-Thema Kapitel 13, also Großüberschrift Syntax, Abschnitt 13. Wortstellung im Deutschen. Nun, was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Wörter in einem Satz, Syntax, Satzbaulehre, eine ganz bestimmte Position innehaben, eine Stellung im Satz beziehen, in einer ganz bestimmten Reihenfolge stehen. Ja. Wörter kann man auch als Elemente bezeichnen. Manchmal allerdings umfasst nicht nur ein Wort ein Element und deswegen ist die Benutzung von Elemente hier zutreffender, als wenn ich dort Wort oder Wörter hingeschrieben hätte. Also man kann manchmal mehrere Wörter zu einem Element zusammenfassen. Und es geht letztendlich um die Stellung von Wörtern oder Wortgruppen im Satz. Wie sind die angeordnet? In welcher Reihenfolge stehen diese Wörter? Und letztlich führt uns die Wortstellung darauf, dass sie... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.